selber mal reflektiert? Alter, Kyla, einfach sick. Na, oh, nee. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Von mir aus können wir einfach TikToks gucken, wenn du Bock hast. Ja. Yeah. Sehr, sehr gute TikToks. Wir fangen einfach mal an. Hängen die wirklich an einem... Würdest du das machen? Im Leben nicht. Ich auch nicht. Niemals. Niemals. In meinem ganzen Leben würde ich das tun. Das sieht so schrecklich aus. Ja. Wie kann man das gut finden? Oh. Ich verstehe es auch nicht. Ich finde ja schon Bungee-Jumping absolut horrorschlimm. Schrecklich. Aber dann auch noch eine ganze Nacht an diesem Seil dranhängen. Bitte nicht. Es ist einfach nur eine kalte Steinwand. Es geht unendlich weit nach unten. Es ist einfach nur creepy. Das ist einfach nur, um sich selber zu zerstören. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ganz schrecklich. Spot the Imposter. Okay. Oh, okay. Wir spotten. Wer passt nicht rein? Eine kleine Weini. Ey, aber der ist genauso groß. Ja. Und wenn der Kopf nicht da wäre, würde ich es auch nicht sehen. Nee, ich auch nicht. Der Kopf ist das Einzige, was verrät. Oh. Wir gucken mal, was sie sagt. Ey, aber das ist schon zu krass. Das ist schon übel krass, ja. Vor allen Dingen, vorher sah sie so richtig süß aus einfach. Voll, total lieb, total süß. Ein Augenblick später, dann so, ja, so Fetisch-Party. Meinst du, das ist ihr Job dann auf so Fetisch-Veranstaltungen in so einem Outfit solche Sachen zu machen? Oder ist das halt ihr privates Kostüm, weil sie privat einfach gerne sowas anhat? Privat. Job. Job, ne? Das, ja. Ich fühle auch Job, weil sie so lieb aussieht. Nee, fühle ich nicht. Das Ding ist, eigentlich klingt es ja schön, aber ich habe als Nebenfach in meinem Bachelor Musikwissenschaften studiert. Bei Musikwissenschaften sind halt Leute, die sehr gut singen können, die auch sehr gut Harmonien erzeugen können, sich sozusagen zweite und dritte Stimmen ausdenken können, on the fly. Und das haben die ständig gemacht. Also immer, wenn man Party gemacht hat und alles grölen mit, war immer einer, der hat dann die Terz gemacht und einer, der noch die Septime dazu und irgendwie ganz schöne. Und es war so, hauen. Ja, es war so too much. Bringt voll den Vibe daraus. Ja, super krass, dass sie es können, aber es ist ein weirder Flex. Also ich finde es eh immer schon unangenehm, wenn Leute mir Happy Birthday singen. Aber es macht es noch unangenehmer, wenn alle sich so Mühe geben und so fühlen irgendwie. Nee. Das habe ich gesehen. Oh nein. Oh! Wie die einfach chillt. Wie sie einfach weiß, sie hat keine Probleme. Niemand kann mit ihr f***en. Was für ein krasses Gefühl das sein muss. Das stimmt. Ich glaube, die Löwin würde dich nicht essen. Warum? Du würdest ihr einfach leid tun. Du bist ja wie so ein Säugling. Ich bin ja trotzdem eine andere Spezies. Deswegen schmeckt es doch trotzdem. Ja, okay. Vielleicht gibt es auch Kannibalenlöwen. Ja, okay. Ist das ein Saxophon? Ich glaube, das war ein Dudelsack, oder? Nee. Das ist ein Saxophon. Nur jetzt vom Klang dachtest du, das wäre ein Dudelsack? Nein, gewesen? Hab gerade auch gemerkt, während ich es gesagt habe, das klingt eigentlich nicht so, was sah ein bisschen so aus kurz. Cool. Das Ding ist, das ist auch ein weirder Flex, aber viel cooler dabei. Ja. Saxophon ist einfach cool. Ich finde ihn sehr cool. Ich finde ihn auch sehr cool. Hey, was ist denn hier los? Warum fahren wir nicht? Wegen dem, Bruderherz. Was? Los, Mickmann! Was ist das denn? Das ist doch keine Ratte. Niemals, das ist keine Ratte. Wie riesig ist das? Das ist einfach so ein... Das sieht aus wie eine Katze fast. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Meinst du, das ist ein Biber? Das ist ein Pferd. Sieht aus wie so eine Mischung aus Waschbär und Marder. Das ist ein Pferd. Also Leute im Chat sagen, es ist ein Nutria. Denn ein Nutria? Ein Nutria ist das da. Das ist doch ein Biber. Ja, er sieht wütender aus. Modok! Ich rasiere euch. Viel zu viel. Digga, ohne Scheiß, das ist viel zu viel. Aber das ist so typisch Ami, ne? North Texas. Ja, cool. Laut Katars WM-Botschaft habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Ah. Ich finde es sehr, sehr gut, da zu shooten. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, da zu shooten. Meine Favorite Story ist immer noch das eine Date. Wir haben so auch Set
gehabt und so. Wie man halt so danach, man geht halt duschen. Ich habe nicht lange geduscht, 2 Minuten, ich komme wieder. Sie ist mit 6 Freunden im FaceTime und spielt eine Runde Uno übers Handy. Das ist dir passiert? Ja, und ich fand's so weird, Mann. Boah, du hast ja richtig abgeliefert dann. Was soll denn das jetzt? Keiler, Alter. Mega na, unangenehm. Nee. Also no front, aber wenn sie direkt danach an ihr Handy geht eigentlich, und Bro. Fucking Uno spielt, dann hast du so wenig Entertainment geleistet. Oh, dass Uno das nächstbeste war. Hast du nie darüber mal reflektiert? Oh mein Gott. Oh, der arme Kevin. Aber so gut, oder? Wie sie auch einfach slayt, ne? Ja. Hast du mal reflektiert auch noch. Alter, Keiler, einfach sick. Das ist auch sowas, wo ich irgendwie so ein viel zu großes Ego habe und sagen würde, schafft man doch easy. Das glaubst sieht du, so einfach aus. Glaubst du, du würdest es schaffen? Ich habe sowas letztes Jahr tatsächlich in der Richtung mal versucht. Ich habe so 20 Minuten gebraucht, aber dann ging es tatsächlich. Ja? Ja. Sie macht es halt super schnell mit super vielen Drehungen. Ich habe das mit so einem Schwert gemacht. Warum hast du ein Schwert? Warum kaufst du Schwerter? Ich habe kein Schwert gekauft, aber Schauspielkollege von mir, der mit mir in Gestern waren wir noch Kinder. ZDF Mediathek, checkt es aus. Und er macht das so in seiner Freizeit, sowas. Und dann hat er mir das gezeigt. Aber ich habe schon ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich es auch hingekriegt. Aber was, das ist das ein Känguru? Das ist ein Pferd. Was ist das? Ein Känguru? Ist das ein klassisches Känguru? Ja, das ist ein klassisches Känguru. Und die haben solche Muskeln? Ja, die haben richtig krasse. Die sind so. Das zerstört gerade irgendwie mein Kindheitsbild. Alter, Kängurus können dich richtig kaputt boxen. Insbesondere dich. Die haben was gegen dich. Die gehen richtig ab, Digga. Oh, ich würde Angst haben und wegrennen. Voll. They designed a toilet just for me. Oh, same now. Jetzt habe ich das gesehen, Ja, er hat einmal einen riesen P in seinem Arm. Mega Glied auch. Ja, voll. Sehr gut. Ich bin gespannt. Fällt doch gleich. Ey, wie geht das? Oh. Wie cool. Könntest du das? Auch sowas, wo ich denken würde. Du würdest dir beide Beine brechen. Niemals. Ich würde mir safe beide Beine brechen. Ich weiß. Also gib mir 20 Minuten. Ja, in 20 Minuten sind beide Beine durch. Ja. Also, das ist nicht mal eine Frage von vermutlich, ob, sondern nur wann. Das sind Babyfotos als Pinguin. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich dachte erst, dass das. Nein! Ich dachte erst, da wird so ein Baby geschiropraktikert. So. Ich habe andauernd solche Videos auf meiner For You-Page, wo so Leute oder auch Tiere so bei so einem Chiropraktiker sind. Ich dachte erst, die macht jetzt so. Also nur einrenken. Ey, das war's mit TikTok. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tschüss, subscribed und schaut bei Julia vorbei. Voll gut.